Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, es war zur Bundestagswahl richtig. Es ist heute noch richtig und seit der letzten Woche besonders. Zukunft wird aus Mut gemacht. Und eine Politik für die Zukunft, die haben wir bitter nötig. Denn was ist das zurzeit für eine vergangenheitsorientierte Politik, die uns dargeboten wird? Aber es ist falsch. Anders als die politischen Mitbewerberinnen es vorgaukeln wollen, kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Und anders als manche behaupten, war früher nicht alles besser. Und da meine ich nicht nur die vorhin schon angesprochene Zeit vor Adenauer. Ich will ehrlich gesagt auch nicht in der Zeit von Kohl wieder leben, sondern ich bin ganz froh, dass die Zeit voranschreitet. Die Lösung für die heutigen Probleme liegt nicht in den alten nationalistischen Versprechungen. Eine Politik für die Zukunft, die wir machen wollen, die ist digital, die ist menschenwürdig, die ist offen, die ist frei und die ist vor allem ökologisch. Denn wir können eine ganze Menge gestalten, aber wenn wir uns nicht ums Klima kümmern, dann haben wir keine Zukunft als Spezies auf diesem Planeten. Liebe Freundinnen und Freunde, der Slogan sagt auch, Zukunft muss man machen. Und machen, das geht nicht per Tweet aus einem Washingtoner Regierungssitz. Das geht auch nicht per Schwarz-Weiß-Fotos vom Rücksitz eines Autos, wenn man sich dann dem Machen verweigert. Und auch wenn die Ästhetik dazu passt, vielleicht in Washington nicht so sehr wie auf dem Rücksitz, nein, mutige Politik, das sind nicht radikale Worte, das sind ernsthafte Taten, auch dann, wenn es mal kompliziert wird. Liebe Freundinnen und Freunde, eine mutige Politik brauchen wir. Und was ist das zurzeit für eine hasenfüßige Angstpolitik? Angst vor Fremden, Angst beim Bäcker, Angst vor Abweichungen von der vermeintlichen Norm, Angst vor Kontrollverlust, Angst vor unüberwachten Bewegungen auf der Straße und im Netz, Angst vor der europäischen Zusammenarbeit, weil die anderen vielleicht was anders machen wollen als wir, Angst vor der bayerischen Landtagswahl. Und daraus folgt schlechte Politik. Und dafür brauche ich noch nicht mal die große Keule und den Blick nach München und Berlin. Nee, auch in NRW haben wir schlechte Politik. CDU und FDP, und Julia hat schon richtig darauf hingewiesen, es gab früher mal eine liberale Partei in Deutschland, die auch diesen Namen trug. Das war wohl mal. Also die meinen, wir müssen Menschen ohne Tatvorwurf einen Monat einsperren. Die meinen, wir müssen die Videoüberwachung ausweiten. Die meinen, wir müssen Leute mit Fußfesseln überwachen. Aber da, und jetzt wird es wirklich grotesk, da, wo wir echte Sicherheitsrisiken haben, nämlich bei der Sicherheit von Computersystemen, da wollen sie, dass der Staat Sicherheitslücken nicht schließt, sondern im Grunde ausbaut, selber als Hacker tätig wird und dafür sorgt, dass das Vertrauen in digitale Systeme abnimmt. Das ist grotesk, das ist nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist nicht Digitalisierung first, Bedenken second. Das ist digitale Überwachung first und Skrupel überhaupt nicht. Wir müssen natürlich was für die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl tun, aber ich glaube, CDU und FDP täten gut daran, da mal auf den FDP-Jugendverband zu hören. Die haben nämlich recht. Nicht mehr Gesetze fangen Verbrecher, sondern mehr Polizisten. Und mehr Polizisten schaffen auch wirklich mehr echte Sicherheit. Die können Islamisten überwachen und die können es auch schaffen, die unzähligen abhandengekommenen verurteilten Rechtsextremisten einzufangen, die unüberwacht im Land umherlaufen. Liebe Freundinnen und Freunde, Mut ist Zukunft, denn früher war nicht alles besser. Mutig ist eine Politik, die für etwas ist, nicht eine Angstpolitik gegen alles Mögliche. Mut geht nach vorne. Mutig ist eine Politik für die offene Gesellschaft, mutig ist die europäische Integration und Mut, das ist Freiheit. Ich wünsche mir eine Partei, die so mutig ist, eine offene Politik für eine offene Gesellschaft zu gestalten und deshalb auch bereit ist, Kontrolle abzugeben, die die Freiheit und die Menschen so ernst nimmt, dass wir politische Ziele definieren und vorgeben, aber dann offen mit den Menschen im ganzen Land nach Wegen dahin suchen und auch mit den Menschen, die anderer Meinung sind, offen gucken, wie man die Ziele erreichen kann. Und wenn sich so eine Politik durchsetzt, da bin ich fest von überzeugt, dann ist das die beste Antwort auf den Populismus von Angst und Vereinfachung, der um sich greift. Liebe Freundinnen und Freunde, diese Partei sind wir am ehesten, aber wir sind sie noch nicht ganz. Aber wir können es werden. Gemeinsam in unserer Partei. Wobei der Mut in der Partei dann auch heißt,
nach der Landtagswahl nicht nur strukturelle Reformen zu machen, sondern engagiert und mutig das weiterzugeben, was wir gestern völlig richtigerweise mit dem Beteiligungsantrag beschlossen haben, nämlich dass wir auch in der Partei bereit sind, Kontrolle so weit abzugeben, dass sich alle offen beteiligen können, egal wie die Lebenssituation ist. Für eine freie, für eine offene, für eine ökologische und eine soziale Gesellschaft. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will mit euch daran arbeiten, dass wir mehr einer solchen mutigen Politik in Deutschland und NRW haben, dass wir ganz konkret mehr in Straßburg und Brüssel haben und noch wichtiger in Ibbenbüren, in Dortmund, in Soest, in Köln und Petershagen und ganz bald hoffentlich auch in Windeck. Und da sind die Daumen festgedrückt. Mein Name ist Robin Wagner. Ich bin Ehemann und Vater, komme vom Land in OWL, habe 4 Katzen, 5 Schafe, arbeite als Richter am Sozialgericht und möchte unheimlich gerne noch mal weiter meinen Mut, meine Kraft und meine Ideen in den Landesvorstand einbringen und bitte euch um eure Unterstützung. Danke.